Mernik, der unverwechselbare Charme von Mernik. Mernik ist die kleinste Stadt Bulgariens, gehört jedoch zu den besuchtesten und beliebtesten Orten des Landes. Bereits vor einem halben Jahrhundert wurde die malerische Stadt zu einem Museum erklärt. Es ist ein Ort, an dem die Traditionen lebendig sind und eifersüchtig gehütet werden, vor allem diese, bei der die Sonnenstrahlen in Wein verwandelt werden. Das Städtchen liegt an einem Südwesthang des Pirin-Gebirges. Die Landschaft ist ausgesprochen malerisch und charakteristisch. An Pyramiden erinnernde Kreidefelsen umringen die Häuser mit ihren rot schimmernden Ziegeldächern. In der Stadt selbst stehen die traditionellen Häuser nebeneinander, gleich einer ethnografischen Ausstellung. Das wohl bekannteste Haus ist das der Händlerfamilie Kurdupuhov. Errichtet Mitte des 18. Jahrhunderts, ist es zu jener Zeit eines der bedeutendsten Bauwerke der Epoche der bulgarischen Wiedergeburt gewesen. Darin können die Touristen, wie in fast jedem Haus in Melnik, einen Weinkeller mit seinen Fässern bewundern. Die Melniker Rebsorte ist eine einzigartige alte Sorte, die seit unendlichen Zeiten in dieser Region angebaut wird. Die jungen Weine besitzen eine kräftig rote Farbe, ein intensives Aroma mit überwiegend Kirschgeschmack, die nötige Dichte und eine charakteristische pikante Herbe. Dieser Wein reift am besten in Eichenholzfässern. Die reifen Weine haben ein reiches, vielgestaltiges Aroma, dem ein intensiver, leichter Beigeschmack nach Tabak und Leder anhaftet. Das Geschichtsmuseum von Melnik macht seine Besucher mit dem einstigen Leben in der Stadt bekannt. Es wurde im Paschow-Haus eingerichtet, das 1815 gebaut worden ist. Das Bauwerk besteht aus einem steinernen Untergeschoss und einem Obergeschoss mit großem Wohnzimmer. Im Untergeschoss zeigt die Ausstellung die Haupterwerbszweige der Stadt und der Region. In dieser schmucken Stadt standen einst mehr als 70 Kirchen. Im Umkreis gibt es 4 Klöster. Eines darunter ist das 6 Kilometer entfernte Rožen-Kloster. Es ist das größte der Region des Pirin-Gebirges und eines der besterhaltenen des bulgarischen Mittelalters. Es entstand im 13. Jahrhundert. Vom Kloster aus hat man eine schöne Aussicht auf die Gipfel des Pirin- und des Bewassice-Gebirges, wie auch auf die Kreidefelsen von Melnik. Die Kirche hat bemerkenswerte Wandmalereien und eine reich geschnitzte Ikonostase. Von Melnik führt ein direkter Wanderweg zu den Bauten Pirin, Malina und die Kreidefelsen. Diese einzigartigen Naturgebilde erreichen eine Höhe bis zu 100 Meter. Ihre Wände sind steil und sind eine Schöpfung der Erosion. Im 13. Jahrhundert haben der bulgarische Zar Kaoyan und byzantinische Kaiser ganze Familien byzantinischer Aristokraten nach Melnik in die Verbannung geschickt. Die Ruinen dieser unruhigen Epoche sind bis heute erhalten, wie die Slavower Festung und die Nikolauskirche. Heutzutage gewährt Melnik jedem vom hektischen Alltag müde gewordenen Menschen aus Bulgarien und der ganzen Welt Unterkunft. Melnik sorgt für Entspannung und bietet allen seinen Gästen einen Schluck seines lebensspendenden Weins in guter Gesellschaft und zusammen mit teuren Freunden.